Mit wann wir lässt lieben das? Eure Abonnenten. Schreibt Daniese. Ist das irgendwie in Hinsicht auf diesen ganz uralten, ich weiß nicht, ob Daniese das so kennt. Ich weiß es nicht, aber für mich kommt es gerade so vor. Wir haben das so oft erwähnt, aber ich weiß nicht, ob Daniese das noch kennt. Aber er hat es halt jetzt gerade komisch geschrieben, weil wir lieben eure Abonnenten, hat er geschrieben. Aber die lieben uns nicht, dann sollten wir uns angucken. Ja. Quatsch. Und die Glocke hat gerade ein 1 bei mir bekommen, also wir haben irgendwo einen Kommentar bekommen oder irgendein Video. Ja, ich guck mal. Oh, ich habe ja, aber jetzt kommen gerade ganz viele Kurven, Carsten. Das schaffe ich. Ich bin kompetent genug. Erstmal was trinken. Thomas Jon bei. Der Typ, der immer bei Racing World so lange schreibt. Aha. Gab's eigentlich mal wieder einen guten Kommentar? Also, wenn wir das nächste Mal Racing World aufnehmen, müssen wir da irgendwas Wichtiges übernehmen? Ganz viel, seitdem okay. Das waren bestimmt 50 Kommentare oder so von irgendwelchen Leuten. Also hier, die uns helfen. Ja, Thomas John, was kann ich wissen, dazu sagt. Ja, 3,30, na Carsten, deine Möhre ist aber ganz schön dick und rund, nicht? Was kann ich da gemacht haben? Hier, Carsten, der wichtigste Kommentar heute Abend wahrscheinlich. Deutsch zocken mit Tim. Ist das eigentlich 150 Abonnenten Special? Nee, es gibt kein 150 Abonnenten Special. Brauchen wir. Guck jetzt mal links hoch auf die Brücke bitte, was da für geile Aktion stattgefunden hat. Ja, okay. Warum macht er jetzt eine Warnblinkanlage? Ist bescheuert oder was? Na, ist halt Unfall. Der will halt warnen. Nee, ich meine, der. Ja, ja. Ist doch hier. Warum? Ja, ich weiß schon. Der will halt warnen vor den. Vielleicht vor Gaffern oder der gafft jetzt selber, dass der erstmal warnt, dass er jetzt gafft oder so. Erstmal gaffen. Hallo. Aber wenigstens Warnblinker, das musst du ihm lassen. Ja, aber aus welchem Grund? Brauchen wir wirklich 150 Abonnenten-Special? Wir hatten ja noch nicht mal wirklich ein 100 Abonnenten-Special. Ja, aber was braucht man denn? Das hat echt nicht. Wir sind doch über jeden Einzelnen dankbar und das zeigen wir doch auch. Und das reicht wohl nicht, oder was? Jedes Mal, wenn Felix sechselt, Schrott. Also ich habe jetzt schon seit einer Stunde nicht mehr gesechselt. Schrott? Das ist, wenn dann meine eigene Aussprache. Was, Schrott oder Schrott? Was hat er gesagt? Shoot. Schrott. Ja, ich hab erst Schrott vorgelesen, weil ich dachte, es heißt Schrott, aber nein, ich weiß nicht, was Shoot heißt. Nein, ich denke, die trinken, der meint Schrott. Weißt du, weil. Ja. Ja, okay. Kurzer. No? Ja. Ja. Okay. Wann sechselt denn Felix? Das fällt mir gar nicht mehr so auf. Da war es wieder, weiß ich auch, ne? Und das ist halt bei mir so. Ja, gut. Aber man müsste das halt mal klarer definieren, wann man sechselt oder nicht, weil vieles sagt man einfach so, obwohl. Weil es bei uns ja in Kohlmürkstedt so ist. Du kannst auch absichtlich machen, da werden die alle besoffen. Das wäre auch nicht schlecht. Mach einfach. Das wäre recht nice. Pizza wäre das. Hätte ich aber gerne Bilder, ne? Voll Tastatur. Oder was? Oh. Geht's denn Tom noch gut? Ich denke mal ja. Jo, da wollte ja nochmal. Der letzte Kommentar war das mit diesem Special da, was halt nicht kommt. Weil warum? Ja, die haben halt auch nichts besser zu tun, als jetzt da zu sitzen und das Stream zu gucken. Das ist halt auch toll. Ja. Ja, klar. Aber. sonst säße ich auch da und würde dir zu gucken, wenn du streamen würdest. Ist das Problem. Na, Felix, verstehst du? Felix! Ja, ich bin da. Du musst mal antworten. Ja. Wenn ich die Frage stelle, ne? Du bist halt immer so abweisend. Du sagst nichts mehr, da denke ich, du bist weg. Nee, es ist halt so, das ist halt so diese innere Ruhe. Achso, klar. Na, wir können hatten wir nicht mal 151? Wir hatten auch mal 151. Hatten wir schon? Ja. Was? Aber nicht mehr. Ja. Warum auch immer. Zwischen uns beiden jemand kann das ja. Ne? Ja, da klecht. Also wenn man es jetzt russisch aussprechen würde. Ja. Auch Buchstabe, der hat ein SCH, TSCH. Also nur ein Buchstabe, muss ich mir vorstellen. Ach nee. Lass mal gerade wieder. Ich hab 3 neue Accounts. Abonniert euch mal. Cool. Wenn er weint. Das Problem ist, es nützt uns nicht viel. Wir hätten dann gerne mehr aktive Abonnenten als Abonnenten von Mehrfach-Accounts. Also sonst können wir ja unsere 10% nicht halten. Das ist ja das Ziel. Momentan. Was? Ja, ne, ich muss jetzt hier Spur wechseln. Warte mal, Alter, jetzt haben wir gar nicht viel. Abonnieren, abonniere ich euch mal. Ich hab
Jetzt schon seit einer Stunde nicht mehr gesächselt. Aha. Tom geht's gut, Tom liegt. Tom liegt. Habt ihr dir wieder was zu rauchen gegeben oder was, dass er liegt? Kennen die? Sitzen die nebeneinander in Wirklichkeit oder warum kennen die ja, ja. Ernsthaft? Das ist Big Bruder? Wer? Wer sitzt nebeneinander? Tom und Nils. Ja, sitzen nebeneinander. Na, was jetzt? Nein, der eine keine, Sache kann, was der andere macht. Keine Brüder sind gerade im selben Raum. Jetzt wirklich? Ja. Wie gesagt, wenn jetzt nicht du wäre, wäre ich auch da. Obwohl, weiß gar nicht. Ich muss morgen früh los. Ich glaube, wäre ich doch nicht da. Na, okay. Wenn ich morgen nicht los müsste, wäre ich vielleicht da. Du fährst da ganz schön weit rechts, du. Ja, Mann, ey, ich fahr wie ich will. Sind das welche aus deiner Klasse oder was, der Tim? Was, wer? Deutschsock mit Tim und der Nils Greifenberg? Was, Deutschsock mit Tim kenne ich nicht. Ach ja, der eine. Ich kenne nur Nils. Ja, der eine hieß der Tim, der andere heißt Tom. Und ein Tom. Okay. Ja, warte, jetzt habe ich das. Ja, jetzt habe ich erstmal diesen Fehler, der gerade bei mir jetzt sich im Kopf eingeschlichen hat. Habe ich jetzt gerade erstmal. Tim kenne ich nur über Kommentare. Beseitigt. Ja, okay. Gut. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Drei Kreuze am Kalender. Warum am Kalender? Ja, weil das so eine Redewendung ist. Naja. Ja, es ist eher unpassend, ich weiß auch nicht. Suchst du was Besseres? Vor allem bei mir wären das dann zu viele Kreuze am Kalender, da würde ich ja gar nicht mehr bezahlen. Hast du überhaupt einen Kalender? Ja, einen Totalkalender habe ich hier. Weil ich zuvor war, mir einen schönen Eisenbahnkalender dieses Jahr zu kaufen. Jetzt ist schon Februar, jetzt brauche ich auch nicht mehr an. Kostenlos zur Tankfüllung dazu, oder? Dann weiß ich doch, naja, da liege ich noch überall rum irgendwie an der Tankstelle. Und wenn mein Vater eh dort ist, dann bringt er halt immer sowas mit. Viel Geld. Weißt du, wie wir verscherbeln? In der Seite fehlt schon. Eine rare Idee, das ist dadurch jetzt. Alter. Dann die kannst du auf der Rückseite Kreuze machen, außer die ist auch bedruckt. Da weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Das ist genug Platz. Wechseln schon wir das Land von? Na? Keine Ahnung, kann ich nicht erkennen. Von Rot mit Kreuz in Blau mit Kreuz in Rot-Blau-Kreuz. Hast du gesehen? Solange kein Hakenkreuz ist, alles gut. Ja, das. Wohl HH wurde ja auch schon. Ja, ist ja. Sind wir doch ein rechter Kanal, Carsten? Ich hoffe nicht. Das wäre ja unabsichtlich. Ja. Post- und Friedhofsamt. Ah. Und Sprengstoffkommando Ost. Was machen wir noch? Bitte? Hä? Neues was? Format ist das. Ja. Ja. Wie? Neues oder was? Oder das was kommt noch. Ja, bei uns halt. Sprengstoffkommando Ost. Ja. Was sprengen wir da in der Luft? Autos? Weiß ich noch nicht. Also, wir könnten viel sprengen. Ja. Kommst aber du an Dynamit so einfach ran? Klar. Oder Schwarzpulver geht auch erstmal. Jetzt habt ihr einen aktiven Abonnenten, der euch 10-mal abonniert hat, ja? Oder? Aber dann musst du mit anderen 10 Accounts auch nochmal liken und kommentieren und sowas. Genau, das auffällig ist. Das ist das Problem. Ja. Da. Wow. Sonst macht's mit ein. Oh. Alter, was machst du denn schon wieder hier? Alter, gerettet. Kann mein Lenkrad komisch kommen. Ah, ist das schön so. Wir haben jetzt 10:30. Machen wir nachher irgendwann mal eine Pinkelpause oder so? Oder Pinkelkackerpause? Ich muss nicht, wenn du musst. Carsten, wo ist die Facecam? Das frage ich mich auch. Die Facecam liegt im Rucksack. Schon eingepackt. Nee, meine Kamera. Also wenn, dann meine Kamera, die wird ja auch geil. Aber da müsste ich mich erstmal mit auseinandersetzen. Und boah, ist das so aufwendig. Es geht ja auch so. Ja, klar. Ich weiß ja, auch interessant. Professionell machen und nicht so wie. Oder ich könnte so eine Parodie zum alten Kanal machen, zur gelben Front. Was so und geil, so Alter. So machst dir so ein Bart auf, Alter. Das wäre so geil. Das wäre dann hier so Switch Reloaded halt. Also. Liege ich so breitbeinig auf meinem Bett, so die Kamera zwischen meinen Beinen gerichtet. Dann, dann wechsle ich noch zu der anderen Kamera, die jetzt auf mich zeigt. Da kann man einiges machen. Und dann machst du immer Vlogs, wenn du im Stau stehst. Also genau. Immer Euro Truck Simulator. Denn dann schreie ich noch ein bisschen rum und rede über andere Autofahrer. Ja. Hä? Rumschreien, das war doch bloß, als wir zur Gamescom gefahren sind. Apropos dachte, Gamescom, wie sieht das da eigentlich bei uns mit dir dieses Jahr aus? Die sind in Ferien noch, hoffe ich. Dacht schon, ich weiß es ja nicht. Können wir mal machen.
Wenn du eh Karre hast mit, wie nennst du es immer, mit Tankkarte. kann man durchaus morgen machen. Like ich und kommentiere mal mit 10 Accounts. Ah, schreibt doch Tim. Alle Videos. Alle Videos, Junge, das ist auch aufwendig. Das wäre eine Tagesbeschäftigung. Wie viel haben wir? Ja, hat doch so ich schon, wenn das schon die ganzen Folgen und sowas angeschaut hat. Und 200, so, also. Ja, stimmt, da ist gerade. Hat ja nichts Besseres zu tun, anscheinend. Keine Folgen. Keine, ne, doch, es gibt nichts Besseres zu tun, als unsere Videos zu gucken. Felix, was redest du? Was? Ich höre mich selber nicht zu, wenn ich rede. Das sind einfach nur Worte. Ja, das ich merke schon. Ich muss mal wieder tanken. Ja, da kann ich ja pullern gehen. Nee, das wie gesagt, es wäre mal eine schöne Tagesbeschäftigung. Aber musst du schneller pullern, ne? Na, du kannst einfach auch vielleicht mal eine Minute warten, oder? Ich kann keine Minute warten. Eine Minute ohne dich halt schnell aus. Ja, ich weiß. Alter, das ist schon immer an der Bushaltestelle. Früh ist, wenn ich auf dich warte, Junge, Alter, dann bin ich suizidgefährdet. So, ja. Weil ich ja nicht weiß, ob du kommst. Ah, der ist nicht da, spring ich vor dem Bus. Dann hält er an, oh shit. Vor der 43. Weil er die 43 als erstes kommt. Oh nein! Ich bin mal kurz weg. Jo. Ah, muss ja jetzt selber Kommentare vorlesen. Na, guck mal das mal an. Dieses Trauerspiel hier. Wäre cool, wenn es dafür noch eine App gäbe. Brauche ich jetzt nur noch YouTube öffnen. Wo steht denn der gute Herr? Was haben denn eigentlich für Zuschauerzahlen? Ich bin dann drei aktive. Na gut. Vielleicht zählt das auch weniger, weil es aktiv ist. Und die Inaktiven, die nicht kommentieren, die zählen gar nicht mehr. Mal gucken, wie lange ich brauche. Also ich denke. Ich guck mal kurz, wie viele Videos hätten wir. Wir hätten. Ja, 239. Na gut. 239 Videos. Bei jedem 10 mal liken. Sag mal 5 Minuten pro Video. Mit den Accounts wechseln. Ja, kommst du schon auf eine ganz gute Zahl. Na, könntest du mal ausrechnen. Also 5 mal. Rechne selber aus, ich hab grad keinen Bock. Ich muss auch noch auf Stunden und Tage umrechnen. Nee. Mach schon wieder lächerlich, wenn ich falsch rechne. Keine Lust. Oh, Felix könnte langsam mal wieder zurückkommen. Das wäre gar nicht schlecht. Er hört nicht. Na gut. Können noch mal schlafen gehen, das geht auch. Also es passiert hier halt nicht viel. Das ist das Problem, was kann man denn hier beurteilen? Fallender Schnee, schön langsam. Sonst alles ruhig. Hast einen Motor da laufen lassen. Ja, dieses Schwein. Schöner blauer Himmel, Wolken überall. Ich muss sagen, die Wolkentexturen, die sehen an sich ganz gut aus. Das hat schon was. Auf der anderen Seite noch irgendwas Cooles. Ne, auch ne, auch keine Leute auf dem Rastplatz. Nix los hier. Rein gar nix. Ach, hier ist sogar Natur. Ach, selbst Natur hört man. Also Vögel zumindest. Aber der Motor hat jetzt auch rausgemacht. Ich glaube, der hat mich gehört. Ich glaube, der ist wieder da. Alter, das der, ist der ganz muss wieder komisch, da wenn ich in mein Zimmer reinkomme. Das ist so eine ganz komische Geruchsbildung. Aus Rülps, Pups, Gummibärchen, Zwiebelringe und Energy-Drink. Das ist so ganz widerlich. Es gibt ganz viele Kommentare, hast du schon vorgelesen? Was? Nee, also ich habe einen vorgelesen, danach habe ich mich damit beschäftigt. Achso, das ist überhaupt bloß noch einer. Achso. Mal gucken, wie lange ja, ich brauche. Den hatte ich schon. Okay. Geht's weiter? Ja. Dann habe ich einen Muskelkater, habe ich gerade gemerkt. Das geht gar nicht. Oh. Alter. Bing. Also, man war zwischenzeitlich schon mal drin, als ich gesagt habe, der hat seinen Motor noch an, der war dann auf einmal aus bei dir. Nee, eigentlich nicht. Kann sein Motor Fehlfunktion. Achso, ah, deswegen. Ich dachte schon, will mich verarschen und ist da. Hast du denn so viel Tank noch, dass wir da bis locker hinkommen? Dass du nicht mehr tanken musst? Ja, ich hab doch vorhin irgendwann. Ne, ich hab doch vorhin, wo du noch im Stau standest, wollte ich doch schon tanken. Achso. Diese Tankstelle vorhin. Spidey HD, hast du denn Geld gecheatet? Ne, wir haben ganz viele Fahrer. Das geht im Online-Modus schön. Da kannst du ja Fahrer einstellen. Du musst ja erstmal Laster kaufen. Danach kannst du ja Fahrer einstellen. Die fahren dann rund um die Uhr für dich, selbst wenn du nicht online bist. Und da kriegst du ganz viel Geld rein. Und nach 2 Jahren hast du dann halt mal 475 Millionen. Ja. Oder nach einem Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange ich das habe. Aber ich habe auch, glaube 40 Mitarbeiter, von daher. Mhm. Es geht schnell, sage ich mal so. Kommst du nicht ganz hinterher, kann das sein? Ich habe ein Tempo mal auf 200. Wenn mein Laster das nicht schafft, dann kann ich auch nichts dafür. Es ist nicht der Cheat, es ist das Problemspiel mit der Verbindung des Multiplayers. Bei Multiplayer läuft Spiel die mit Zeit viel weiterhin. Zeit, ja.
egal ob du online bist oder nicht. Hm, und in dem Fall deswegen fahren halt diese Fahrer auch, egal ob du online bist oder nicht. Ja, wie gesagt, nach den Jahren, wenn du das halt schon für eine Weile gemacht hast, läuft du das. Du fängst halt mit dem Fahrer an, dann 2, 3, 4 und irgendwann kommt das Geld halt ganz von selbst. Jo. Wobei ich mir die relativ schnell gekauft habe miteinander. Ja, du kannst ja auch erstmal Kredite aufnehmen, gleich am Anfang und so. Ne? Hm. Erstmal wieder eine Woche, 14 Tage, 3 Monate. So, jetzt eine Zeitfolge. 3 Monate? Ja, alles klar. Dann hast du halt Money. Money? Ich hab grad meinen linken Fuß auf. Fährst ganz schön weit rechts zu. Ja, ach man, ey. Kümmer dich doch mal um deinen eigenen Force. Ja, du kannst mal wieder Gas geben. Wenn ich Wirklichkeit fahre, da fahre ich ordentlich. Im Spiel, da ist mir das alles scheißegal. Kannst mal wieder Gas geben. Alter, ich geb Gas. Alter. Lass dich nicht vorbei. Nee, doch, bitte. Ich will nicht bremsen. Ich bremse hier nicht. Was machst du? Gas geben. Ah. Wenn das, was du vorstellst, in deinem Auto, da klingt das genauso, wenn du ja. Das Fahrrad da sitzt. Du Einzylinder. An der Ampel. Oh, jetzt zieht er. Junge, jetzt hat er halt die 30 PS mehr als du, ja. Junge, jetzt zeigt nicht. Jetzt lässt sich das bemerkbar machen. Wenn wir mal ein Straßenrennen machen, ich glaube, da fährst du erstmal so langsam los, wenn ich dann schon bei der nächsten Kreuz bin, ungefähr. Das klopft so, bist du. Da bin ich scheiß, fuck, kack, alter Automatik, Junge. Das fährt ja, immer los. Kackspacken. Ein kleiner Kickstart. Nee, weißt du was? Dann mach ich das nämlich so wie Mario Kart. Dann hab ich nämlich solche Choker. Das wäre dann eine Matschbombe, die ich dir auf der Frontscheibe mache, weil die kannst du ja nicht wegwischen, weil deine Sprühdinger nicht funktionieren. Na, nee, wenn ich wieder da bin, funktionieren die wieder. Ja, also, wenn sie so kompetent sind in der Werkstatt. Ach. Davon gehe ich mal aus. Was für eine Werkstatt bist du? Du weißt das? Na, leicht außerhalb. Das ist, wenn du rauszufährst, also noch bei Adelsberg in der Nähe ist. So weit weg? Also, ja. Also, ja. Was kann er wie? Wer heißt denn das? Nee, keine Ahnung. Jetzt hier gleich in Stelzendorf, ne? Nee, ja, aber nee, bis dahin. Ja. Nee, ist das nicht eine Tuning-Werkstatt, ja? Und der macht doch TÜV, also da habe ich einen TÜV machen lassen. Achso. Ja, nicht schlecht. Aber ich glaube, da waren wir noch nie, selbst die anderen Autos sind immer irgendwo anders, also nie hier. Mein Opa halt immer schon mit dem Auto und deswegen doch halt jetzt, also. Ja, so von unten mit unserem Familienvan sind wir auch woanders. Also irgendwie, wenn ich mit Tempomat fahre, habe ich das Gefühl, bin ich schneller. Ja, ich fahre jetzt nach 148. Also jetzt habe ich mal wieder abgebremst, dass ich nicht gleich wieder vor dir wegsporte, deswegen. Aber ja, nee. Tunnelwand! Ja, das passt schon. Das war knapp. Alter, das war jetzt geil. Das war knapp. Das war richtig geil. Fuck. Rechts, links. Fuck. Da war dein Gas gegeben. Alter, auf das Sweep. Weil ich dachte, wenn ich jetzt bremse, habe ich verloren. Ja, das war gut. Wieder gewinnt. Rechts, links. Ich muss jetzt rechts abfahren. Oh Gott. Oder links? Nee. Du machst mir Angst. Ich muss auch rechts. Passen, ich bin halt ganz einfach ein guter Fahrer. Ja. Crash-Car-Dummy bin ich. Ich lege mir dann immer so gelb-schwarze Punkte auf den Kopf und dann bin ich ein Dummy. Oh, was hier? Achso, du hast. Nee, ich hab jemanden den Vorfall. Ah, nee, da ist abgebogen. Ein Glück, alles safe. Da hat er aber nur früh genug geblinkt, wenn du es nicht gesehen hast. Eigentlich. Ich habe BMW X76 gekauft von dem Geld. Da war fuck, wir hatten ja exklusiv. Kennt du vielleicht auf den Geschichten? Ich muss es nicht falsch lesen. Exklusiv. Mit Öl. Carsten, also das kannst du mir nicht sagen, dass das richtig geschrieben ist. Exklusiv. Das Ö ist halt nah am L, ne? Gut. Aber immerhin sind jetzt 5 Zuschauer da, weil es exklusiv das so nur leicht. Exklusiv. Junge. Richtig exklusiv. Alter, rechts von uns sieht's ja mal mega fett aus. Ach, ich glaube, wir sind ja auf der Autobahn auch schon ein paar Mal gefahren, ich hab's noch nie gesehen. Wir sind gar nicht in Frankreich, die jetzt hier. Das darf nicht gut aussehen. Nee. Nur das Frankreich, die jetzt. Wir werden uns gleich trennen, ne, Carsten? Ja, wir sind noch in Oslo. Ah ne, wir fahren ja nach Oslo. Wir sind beide nach Oslo. Ja, scheiße. Ich glaube, hätte ich drücke. Ja, du wirst da irgendwelche Vorwände suchen, damit du von mir wegfahren kannst. Ich merk schon. Ja, genau den. Was meinst du? Du bist schon weg. Friedrichshafen. Ah, das sieht aber gar nicht so schlecht aus mit dem Meer hier gerade. Ja, das hab ich schon gesagt. Ich dachte, du meintest. Achso, du bist ja viel weiter vorne. Ja, okay. Ja. Oh, aber so richtig an der Küste. Nice.
Ach du Scheiße! Ah. Was denn? Ah, ich bin gerade aus Versehen aufs Schreiben gekommen, konnte mir denken, ja. W-A-T-S. Ah. Ja, Word of Wavebox, ja. Bin kaputt. Wie heißt der Kanal, den ihr vor Carslix hat? Alter, wer hat denn das geschrieben? Ja, Tim. Achso, na gut, Tim kann schon wissen, das war. Nee, ich will es nicht nennen. Brauchen wir nicht sagen, ich will es nicht nennen. Ich glaube, das findest du raus. Also, da wenn du. Guck jetzt, Daniels, der hat schon richtig geschrieben. Philips. 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 Ganz viel Ös. Ne, mit U. U-Doppel-P-S. Hey, hast du dich gerade abschleppen lassen? Warum hab ich jetzt schwarzen Bildschirm? Wieso denn das? Warum repariert denn der jetzt, ne? Es ist manchmal ganz komisch. Musst du dann nochmal Enter drücken, dass du eigentlich erst in die Werkstatt reinkommst. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber ich stehe jetzt in der Werkstatt, aber ich habe jetzt reparieren gedrückt, aber der will ne. Da fährst du mal kurz vor, rückwärts. Na, geht schlecht, ich hatte gerade. Ich hatte Gründe, warum ich mich abschleppen lassen habe. Aha. Ich bin jetzt in Oslo und habe jetzt noch 63 Kilometer. Ich weiß ja nicht, wie das mit dir aussieht. Fahr mal einmal mit. Erstmal wieder hier rausfinden. So, Eingabe, Wartung. War doch irgendwie. Reparieren. Jetzt ging's. Ich glaube, ich bin schon vorbeigefahren in der Ausfahrt, ja. Oder? Wie viel Schaden hab ich denn? 14% hinten? Na gut, das geht gerade noch so. Gerade noch so tolerabel. Ja, wie gesagt. Aber wenn du das erste Video von uns anguckst, dann. Wo? Auf Peter und das Mieter, oder meinst du? Ne, hier. Ach ja. Dann weißt du eigentlich alles. Sag ich mal so. Weiß ich nicht, da kam auch viel Scheiße dabei raus, aber eigentlich. Na, nach 10 Minuten hat man es auch mal erwähnt. Fuck, wo muss ich? Glaube ich. Kannst du nicht. Also, welchen Betrieb musst du? Ich muss. Ja, ich hab ein paar 60 Kilometer. Rena Logistics. Ja, keine Ahnung, also das ist ja wieder, wegen DLCs, ist ja alles hier verstreut dann und sowas, also. Achso, ja. Fehlfunktion, ja. Aber wenn du auch leere Paletten fährst, warum dann nicht zum selben Ort wie ich? Ja, weil die ja von mir schon leere Paletten bekommen, warum sollen die ja nochmal leere Paletten von dir bekommen? Ach. Vielleicht doch einmal leere Paletten. Hä, wo muss ich denn? Ah, hier muss ich langfahren, alles klar. Ah, schlau. Bin ich denn so kaputt? Na, Stau und so, alles. Da wirkt alles ein bisschen rein. Schlechtester Channel in Gelb, schreibt doch nie. So, ich hatte gerade schon Sorgen, ne? Da kommt dann nichts mehr danach. Und das war von irgendjemand Unbekanntes. Ne? Gut. Ich hatte schon Sorgen. Ah, eine schöne Runde fahren hier. Kurven. Und Bauarbeiter am Werk. Ach, schön. Kurven. Wie hast du es jetzt in Oslo? Ich hab's 63 Kilometer. Krass, kann sein, dass du doch zum selben Betrieb müssen. Ja. Hab ich doch, meine Vermutung war vielleicht doch gar nicht so. Bestimmungsort, Oslo, Rena. Ja, hab ich selber. Achso, doch, na, da kann ich ja jetzt hier mal irgendwo warten, dachte ich wenigstens. Genau, was ist da? Weil das haben wir doch vorhin schon, und da hab ich doch gesagt, und da hast du. Nö, da hast du was anderes gesagt. Nö, das hast du nicht gesagt. Ich hab's gerade gesagt, dass. German Truck Driver 2 sagt moin. German Truck Driver, das war doch der schon mal im Pseudo-Konvoi mitgefahren ist, also. Das ist ein Pseudo-Konvoi. Na, das war ja kein richtiger. Das war unorganisiertes Haufen Leute, die da hinter uns hergefahren sind. Im Prinzip. German Truck Driver. Ich dachte, oder? Das war der auch Russisch konnte. Ich weiß es nicht. Ach nee, ich glaube, nee, das war der auch Russisch konnte und dann mal kurz auf dem TS war. Das war das. Ja. Ah, guck mal, im Tunnel, Schnee. Cool. Schneit. Die haben extra so eine Funktion eingeführt, damit man sich echt wie hier in, was haben wir, Norwegen, oder? Nee, ja. Schweden ist das. Ich hätte Norwegen oder Schweden? Was ist doch was? Ja. In diesen skandinavischen Ländern, damit man sich echt hier gut fühlt, da schneit es auch im Tunnel. Finde ich gut, von der schwarzen Decke. Cool, noch so eine Übergang. Ja, Tunnel haben sie auch schön gemacht. Aber das sind die Osterweiterung und Norderweiterung gab es alles einzeln, ne? Das DLCs. Ja. Das war auch alles so teuer. Ich überlege, ob man das jetzt alles auf einen Haufen kaufen würde. Ja. Alter. Müsst du wirklich mal im Sale machen, wenn du jetzt das Spiel wirklich unbedingt haben möchtest. Ja. Aber fängst erstmal so an mit einem Single. Obwohl, als wir angefangen hatten, hatten wir auch schon alle Erweiterungen direkt. Dachte ich, ja. Geholt. Auch gerade. Oder nee, da gab's ja, dachte ich bloß Osten. Ich dachte auch Skandinavien, das kam später dazu. Nee, Norden hatten wir auch schon direkt mit. Kam schon? Ja, ich dachte. Und hier noch die Cargo. Achso, das ist ein Russe, genau. Der German Truck Driver. Ja, genau. Das war Tor das. Fehlfunktion, Alter, ich kann nicht stehen bleiben. Das war das. Da war noch eine andere Russe da und da hat er mit dem Russisch geschrieben. Achso. Da war ja was.
Also kriegt doch jetzt ein und dasselbe Betrieb von uns Paletten. Na, ja, da braucht halt viele leere Paletten. Wahrscheinlich. Wer weiß, was da baut. Mal erörtern, was da so herstellt. Paletten. Naja, also was kann man denn auf Paletten draufstellen? Alles. Ja, das ist eine Packung Taschentücher. Eine? Auf eine ganze Paletten? Ja. Ja, das sind dann so, so Nobel. Ja. Transportierst du eine Packung Taschentücher. Ja. Und dafür musst du extra Sicherheitsvorkehrungen treffen und das mit zwei Spanngurten fixieren, bitte. Genau. Ja. Das wäre kein schlechtes Bild. Weil sonst kannst du ja runterrutschen und dann kannst du bei einer Vollbremsung durch deine Fahrerkabine durchgeschleudert werden. Und hier, so von hinten durchgeschossen. Wie eingeschützt. Dann prallt es dann einfach an der Frontscheibe ab. Nicht so ungefähr. Weil es Taschentücher sind. Ja. Und dann musst du nur aufpassen, dass du dich nicht dabei verletzt, wenn die wieder zurückgeprallt werden, ne? Alles klar, dann kriegst du vielleicht so ins Gesicht und dann ja. Reagierst du so völlig über und... Richtig. Und dann hupst du einfach mal wie so ein Blöder, wie vorhin im Start. Ich muss sagen, mein Manöver war auch gerade wieder riskant. Also wenn man um die Kurve nichts sieht, sollte man auch nicht so durchziehen. Aber wir haben eine Minimap, das haben die echten Trucker nicht. Wo ist denn mein Betrieb? Hier drüben? Ja. Ist auch cool, wenn die versucht, so satellitenüberwachte Minimap hätten. Könnten die von oben nochmal gucken. Wo ist denn meine... Da ist meine Parkbucht. Oh, sehr interessant gemacht hier zwischen den zwei. Mal gucken, ob ich dieselbe habe. Vielleicht habe ich eine andere. Also die Chance ist 1 zu 3, glaube ich. Es gab ja 3 Stufen, ne? Kann sein. Oh, ich habe wieder hier vorne... Nee, Die ist scheiße. Ja, ach was. Ach was. Gerade bei mir wieder heute. Ich kann da heute nicht mehr parken. Das Scania V8. Alter, das ist mein Mann, Junge. Weil der Carsten ist jetzt von Kackbuden, weil er das Scania DLC drin hat, aber ich hab's ja mit V8. Mega geil. Schreibt moin moin. Schreibt doch. Hallo. Ja, das Scania DLC, das werde ich mir aber auch noch bald kaufen. Bitte, weil da können wir schön mit 2 abgetunten Scanias hier durch die Kante fahren. Dann mach ich dann aber im Farmplay auch mit Scanias. Ja, na logisch. Kack, Junge. Ich hätte gern Volvo DLC. Das wäre viel schöner. Ein schöner Volvo. Und hier, kack, Mercedes. Tolerabel. Mach ich mir die Mühe und fahr nach Oslo und dann tolerabel. Ja. Ich stell mich eine halbe Stunde in den Stau, Echtzeit. Also ich könnte schon längst in Oslo gewesen sein und hab nur wegen Carsten mich im Stau mit angestellt. Wo fahren wir denn jetzt hin? Weiß ich nicht. So, wir sind in Oslo. Dann kommen wir. Kann man noch? Monte Plea, das ist einmal nach ganz unten. Auf alle Fälle, da wäre ich mit dabei. Meinst du echt? Nee. Das wäre jetzt Oslo und Monte Plea wäre ganz im Süden. Monte Plea hatte ich aber auch, wenn ich das so Sachen mache. Komm, wir fahren doch Monte Plea, komm. Ja, genau. Einmal da durch, da fahren wir eine. Komm, das ist nur Deutschland, da ist nicht so viel Stau. Wir haben noch eine Stunde Zeit, wir müssen die ausnutzen. Wo fährst du Ikea? Nee, fährst du woanders. Okay. Ich guck nochmal. Ich hab mehreres nach Monte Plea. Ich hab einen was. Rena Logist, also von hier auf jeden Fall Club Eul. Auf jeden Fall von hier. Aber es war halt mein teuerstes. Ich hätte auch noch medizinische Impfstoffe. Das hätte ich auch nochmal von FE. Hast du von FE? Altkunststoff und Altverpackungen. Beides aber ein ganzes Stück weg von hier, wo wir eben. Ja, wie heißt denn der Betrieb? Das eine ist IK, also IKEA, und das andere ist Norfood. Das Kaya V8 hat uns abonniert. Hat dich abonniert. Also, hat dich abonniert. Ich möchte mal wissen, wie das YouTube da so dir drin macht. Aber auf jeden Fall zwischen dir und wir bedanken dir und mir. Carsten bedankt sich. ich bedanke mich. Ja, vielleicht meint auch dich. Na, ich müsste jetzt das nehmen. Also, ich habe, also von mir aus hier habe ich nur das hier. Ja, stimmt. Ich fahre das IKEA-Ding da. Montpellier. Ach, das ist ja ganz 133 Kilometer bis dahin. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Moment, ich muss das mal eintragen. Oslo. Gibt's hier irgendwo eine Werkstatt? Oh, hier gibt's eine Werkstatt. Nee, auch geil. Ich muss unbedingt in die Werkstatt. Ich glaube, wir haben das immer falsch gesagt, wenn man das aus... Alter, was schreibe ich denn hier rein? Mit ganz viel Üs, das sieht schon wieder aus wie das mit den Ös vor uns. Warum habt ihr bei der ersten Video 300 Aufrufe und bei den neuen, Naja, du musst... Was? Ja, Wer hat denn das gefragt? Der Tim. Und zwar, Tim, du musst dir vorstellen, das erste Video ist ja auch so eine Art Informationsvideo, das hat sowieso schon ein paar Klicks bekommen, weil das erste Video war. Plus dazu, weil das wird immer angezeigt für Nicht-Abonnenten, wenn die auf den Kanal kommen. So als erstes Video, somit bekommt das nochmal Klicks, wenn dann jemand nicht abonniert hat und da draufklickt. Und das macht auch noch ein bisschen was aus, somit kommt man dann irgendwann auf 300. Wo musst du jetzt hin?
Hier, ich fahre von hier. Hier, aus. Dann fährst du mir, kannst du mir dann noch die 133 Kilometer erstmal folgen bis zu meinem Betrieb. Ja, okay. Okay. 133, das ist schlimmer als in Frankreich. Und dann wieso weit weg. Warum hängt denn hier schon wieder so ein Laster, so ein Auflieger wieder oben? Ach, keine Ahnung. Ich fahr dir einfach hinterher, egal was Navi sagt. Ah, bitte nicht so schnell, ne? Kennst du diesen Nils Greifenberg? Ja, kennst du, ne? Ja, ich kenne den Nils immer noch. Ja, natürlich. Ist immer noch, weil er uns wieder beleidigt, weil er sagt, weil die neuen Miete scheiße sind. Ja, Nils, mach doch bessere. Meine Fresse, du sollst mir mal Intro machen. Mach doch mal. Da wären die Videos auch besser, wenn du ein gutes Intro machst. Wären wir doch immer von dem abhängig. Das ist eine Droge, wenn man abhängig ist. Ach was, Nils ist eine Droge. Rechts! Das war da links gerade. Jetzt rechts. Aber. Ach, nein, vorne rechts. Ja, da ging ja nur links. Wir wollen eher links bleiben, nicht so weit rechts, ne, Felix. Dann hör bitte, hören Sie bitte auf. Hören Sie bitte auf. Sonst wird uns hier unsere falsche Tatsachen werden uns da wieder unterstellt. Vom Nils? Mit denen wir. Vom Nils. Die dumme Sau. Nee. Nee. Mit denen wir dann nichts zu tun haben wollen. Warum stehst du? Okay. Oh Gott. Hast du gerade einen Leck gehabt? Ach du. Ja, du hast doch 426, doch du. Du. Gerade mal. Aber es ist also wieder gut. Hat gerade bei dir immer inner irgendwas geladen. So eine Ein Porno geladen oder so. Bin ich noch auf dem Server? Ja. Ja, bist noch drauf. Erfahren tust du schon noch. Na gut. So, Gesprächsthemen gehen aus. Wir brauchen was Neues. Schlag mal was vor. Alter, na, wenn ich jetzt schon dran denke, dass wir jetzt bis nach scheiß fucking Kack. Letztes Zippel in Kack. Frankreich jetzt. Also schön, müssen. 2300 Kilometer immer durch. Ey, aber wenn dafür, da ein Stau ist, ne, Alter, ich frammel. Da ist kein Stau, ich verspreche es dir, wir fahren durch Deutschland, da sind die Leute noch normal. Ja. Das ist jetzt nicht die Hauptverkehrsroute. Wir können natürlich auch über den Stau wieder fahren. Ja, logisch. Da haben wir noch eine halbe Stunde. Eigentlich, ne? Ja. Also, sonst könnte es ja ein bisschen zu schnell gehen, ne? Das aber warum fragt denn der Tim nicht, warum. Nach dem meistgeklicktesten Video, das hat ja glaube 1700 Klicks, warum hat denn der Rest denn so viele Klicks? Ja. Was soll denn sowas? Ja, mal City Skylines Präsentation. Ja, ich weiß. Ah, schön. Und danach kommt Polytopia. Spielempfehlung. Ah. Da habe ich mir was Schönes ausgedacht. Du. Du fährst dann nicht nach Navi. Du fährst dann nach einem anderen Navi. Ja, ich fahre nach meinem Navi. Auch gerade eine interessante Anweisung. Oh. Lass mal ausfahren, wie das hier aussieht, ja. Ja, ist richtig. Nee, lass dir Zeit, ne? Was bauen denn die hier für Leitplanken? Da muss man ja gegenfahren. Ah, oh, schon wieder 10%. Ich komme hier. Maut. Okay, hier gibt's hier eine Maut. Ich werde da unten nicht mehr heil ankommen. Ohne Mist. Ich werde langsam unkonzentriert. Also nach 8 Stunden soll ich mal Pause machen. Wir fahren da schon. Noch 2000 Kilometer. Ne. Ja, das schaffen wir schon. Telemaut geht hier. Hier gibt's sowas anderes, da fährst du einfach nur durch, da gibt's noch nicht mal eine Schranke, da kannst du einfach durchschwappen. Achso, hä? Das ist dann so die Einfahrt für die Illegalen. Hier kannst du einfach rechts hier vorbeifahren, ohne dass was passiert. Ja. Autopress. Cool, das ist ja noch besser als in Frankreich, Mensch. Ja, deswegen. Oh, das würde ich auch gerne machen. Ja, warum hat man denn nochmal Handzahlung? So mit Hand. Ja, für welche, die diese Technik nicht besitzen, das muss ja auch irgendwas sein, was du in deinem Fahrzeug installiert hast, bestimmt. Also wir haben sie anscheinend. Ja. Aber es bucht ja halt direkt ab. Was könnte denn das sein, dass du halt direkt abbucht? So vom Konto. Oder du hast halt doch eine Plakette vorher, mit der du dann durchfährst. Aber das war ja auch keine Ampel und keine Schranke. Fährst einfach so durch. Ich denke mal, die analysieren dann dein Nummernzeichen, wissen, wer du bist und machen das dann so. Und wenn du nicht bezahlst, dann gibt's da Haue auf die Finger oder so. Also nicht, was sie machen wollen. Ja. Ah, ich überlege, wenn gerade 2300 Kilometer mit dir. Das könnte lustig werden. Ich weiß. Ich glaube, da legen wir noch mal ein paar Schweigeminuten ein für die. Bitte. Weil mir tun die Füße und Beine so ultra weh, ne? Warum? Durch das ganze Gestehe an der scheiß Modellbahn halt. Ach so, ich dachte, du sitzen. Das Ohr und noch Gaspedal drauf rumdrücken, Mann. Ja, dann fahr doch mit Tastatur. Stellst du die Empfindlichkeit niedriger ein, dann kannst du, brauchst du nicht mehr
mit Pedalen fahren. Ja, Kurve. Schaden dir. Wie weit hast du noch bis zu deinem Betrieb? 46 Kilometer. Alter. Aber wenigstens ist die Autobahn anscheinend in der Nähe. Nicht? Kann sein. Also von da aus, da können wir dann zumindest direkt zurückfahren. Ja. Ah, nee. Also mal eine Tour ohne Schaden, das wäre schon mal was Cooles. Gib einfach nur Gas, mit B gib ich einfach nur Gas, lenken kann ich ja weiterhin mit Lenkrad. Ja, auch. Na, siehst du, da hast du doch was gekonnt. Naja. Das musst du halt noch ein bisschen umgewöhnen, dass du. Aber sitzt du dann nicht zu weit vorne, wenn du mit W Gas gibst und dann keinen. Ja. Naja, ist halt. Na gut, kommt an, wie deine Taste so liegt. Ja, ich habe ja, das ist jetzt. Ich habe ja das Lenkrad habe ich ja an meinem Tisch fest gemacht. Aber die Tastatur ist ja trotzdem an so einem Rollding, was ich rausziehen kann. So, was sagt denn Facebook? Ah, der Timo Menzel. Alles klar. Boah, Timo, du. Timo, kann ich ja noch durch CSS. Das war noch Zeiten, Counter-Strike Source. CSS, Alter. Mensch. CSS. Aber geil. Da fliegen sogar die Flaschen. Du kennst das noch? Da war ich dann so gut, da hab ich alle gekillt mit meiner Scout. One Shot in den Kopf, dann waren sie tot. Ich hab dich immer nur als Cheater beleidigt, dass wir. Ja, ja. Das war das ja auch CSGO gewesen, oder? Nee, das war CSS. CSGO war ich nicht so gut, da hab ich auch nicht so viel gespielt. Obwohl, nee, doch, im Endeffekt hatte ich auch mehr. Gas dann ab, ne? Jetzt im Tab, also, ja. 400. Was? Wo? Wo fahr ich ab? Hier? Na, hier. Ah, okay. Wo ist denn da die Ausfahrt? Nach rechts. Okay. Ich muss dieses scheiß IKEA-Ding finden. Da vorne. Du musst dir mal vorstellen, wenn wir jetzt so fahren würden, wie es eigentlich richtig wäre, also mit Geschwindigkeit, Alter, wie lange wir dann ewig brauchen würden. Das wäre auch so ein Unterfangen. Ah, Oslo, yay. Eine Firma. Ne, ich kann da gleich auf der Autobahn bleiben, bis du, wenn du angekoppelt hast und wieder zurückfährst. Kannst du auch machen. Dann fahr ich hier wieder drauf. Das wäre vielleicht schlauer, oder? Aber ich hab jetzt schon gleich angeguckt. Kurve. Bei der Wand vor mir. Was wär's denn eigentlich Schönes? Irgendwas. Altkunststoffe, Altplastik, irgendwas Altes war's. Also ich fahr ja Siliziumdioxid, 19 Tonnen. Ich weiß gar nicht, was man daraus machen kann. Altverpackungen fahr ich jetzt. Vielleicht können wir das verbinden. Lithium. Ja. Siliziumdioxid. Dioxid ist doch dann irgendein. Was ist denn Dioxid? Ein Gas. Ja, ne? Also mit zwei Kohlen. Ne, warte mal. Scheißegal. Dioxid. Ja, du hast Chemieprüfung, ne? Während ich Physik hatte, hast du. Ne, ich hatte Bio. Ach, Bio, ne, ist ja noch schlimmer. Also laut meinem Navi soll ich in die andere. Mit zwei Sauerstoffmoleküle. Ja, auf der Autobahn. Oder müssen wir in eine andere Richtung? Ja, mit meinem Navi soll ich in die andere Richtung. Echt? Guck mal kurz nach. Nach oben? Oh. Nee, nach unten. Warum? Wo fährst du zur Fähre? Wie fährst ach so, du zur Fähre? Du fährst von hier aus direkt zur Fähre. Ah. Da oben ist doch die Fähre. Oh shit. Wo bist denn du sonst lang? Oh, okay. Nach Christiansand oder was? Wie dreh ich denn jetzt hier um? Ja, Kosten, ich hab's dir doch gesagt. Ich fahr da mal zurück zu. Ah, das kann wieder lustig werden. Ich fahr wenigstens mal noch rückwärts, da sieht es halb so aus, als ob ich es versuchen würde. Ja. Ach du Scheiße. Naja. Ach du Scheiße. Also wenn du rückwärts fahren auf der Autobahn, naja. Mit dem Laster. Ich wende dann, bevor ich auf die Einfahrt wieder drauf fahre. Ich bleib einfach mal stehen, ich brauch mal die Streichkreis hier auch mal verprügeln und gucken, was ich stehen kann. Ein Glück kommt hier keiner, das wäre. Ja, das ist ja geil. In Frankreich wäre das fatal. Da bist du jetzt so hoch, okay? Da bin ich so hoch. Ich muss vielleicht. Ja, ich muss sowieso nochmal zurücksetzen. Ah, man kann einen ziemlich krassen Winkel hier einschlagen mit dem. Ding.
Hast du auch schön auf, dass oben keiner reinfährt? Ein Mensch in Unternehmen. Ja, das ist schön. Ein Glück muss das keiner sehen. Ein Trauerspiel, ja. Das Trauerspiel. Schild. Schild doch noch umgefahren. Na gut. Wird schon keiner mitkriegen, hat da keiner gesehen. Schön. Also du verpfeifst mich jetzt an die norwegischen oder schwedischen Behörden. Sowas von. Sag einfach skandinavischen Behörden, wird schon irgendwas stimmen. So, haben wir das geschafft. Also irgendwie leckt der Schnee bei mir in der Innenansicht ganz schön. Ja, da ruckelt immer mal ganz komisch. Ja. Aber von außen will ich nicht fahren, das ist halt auch blöd. Ist doof. Das ist alles blöd hier. Fahr mal los. Fahr schon.